Ja, hallöchen, wunderschönen guten Abend. Heute spreche ich mit Ihnen direkt von der ITB in Berlin, 2.13 Uhr, zum Thema Verschieberitis. Ja, ich habe mich dieses Mal wirklich, wirklich erwischt. Ich war schon jetzt über 3 Jahrzehnte immer auf der ITB. Und wenn Sie sich das überlegen, ich habe doch tatsächlich am Mittwoch, weil mir noch nicht ganz sicher, ob ich wirklich herkommen soll, und am Donnerstag auch noch nicht. Und dann habe ich dann wirklich am Donnerstag gesagt, so komm, jetzt ist echt Schluss. Buch jetzt, teste gleich noch Hotels mit, buch das Ticket. Und vielleicht kennen Sie das auch. Ja, soll ich nicht? Ja. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe. Ich habe super tolle Kontakte wieder gehabt hier. Ich habe ganz, ganz kurzfristig Termine gemacht. Das war echt der Hammer. Und ich kann eins nur wieder sagen, es hat sich echt gelohnt. Wieso habe ich ein bisschen gezögert, ein bisschen verschoben? Soll ich nicht? Ja, ich hatte so viel zu tun im Büro. Vielleicht kennen Sie das mit Sicherheit auch. So viele neue Projekte, die gerade laufen. Wo ich mir gesagt habe, naja, eigentlich kannst du dir die Zeit ja schenken, du musst ja nicht unbedingt nach Berlin. Und vielleicht kennen Sie auch solche Situationen, da müssen Sie ein bisschen zaudern am Zögern. Und da kann ich Ihnen nur eines sagen, kommen Sie sofort zu einer Entscheidung, machen Sie es, weil im Nachhinein sind Sie einfach froh, dass Sie es getan haben. Was ich jetzt wieder alles erlebt habe, diese neuen Kontakte, viele, viele neue Ideen, das bringt mich wieder in eine völlig neue, großartige Dimension hinein. Und das ist doch der entscheidende Punkt, ja? Weil was wirklich so ein Schwachen. Heute ist Samstag, ja, natürlich würde ich irgendwas machen, klar, ich würde das Wochenende schon rumbringen, ich würde arbeiten, ein bisschen relaxen, entspannen, Wellness machen, aber das hätte ich auch im Hotel machen können, das habe ich gestern gemacht, gestern hatte ich schon die ersten Gespräche, heute Morgen habe ich Wellness gemacht und jetzt geht es mit dem Zug gleich nach Hamburg, dort findet morgen die Internorge statt, da freue ich mich auch sehr, also ich habe es miteinander kombiniert und morgen Abend bin ich bereits wieder in Bad Dürkheim, kurz Büro, Montag, ganz normal, Daily Business. Also, wenn Sie wirklich was bewegen wollen in Ihrem Leben, müssen Sie einfach schauen, dass Sie schneller unterwegs sind, dass Sie mehr bewegen, dass Sie mehr Power drin haben. Und natürlich immer Anspannung, Entspannung. Das dürfen Sie einfach bei allem, was Sie tun, niemals vergessen. Ja? Dass Sie auch immer wieder in die Entspannung reingehen, weil das ist nämlich der wichtige Punkt. Und das ist hier, wo viele einfach einen großen Fehler machen. Sie sind immer nur Vollgas, Vollgas. Also ich tue immer diesen Wechsel machen. Ja, jetzt werde ich gleich ein Taxi nehmen, fahre zum Hauptbahnhof und mal gucken, ob gleich ein Zug fährt. Hat zwar ein bisschen früher geplant, aber habe heute Morgen halt ein bisschen zu lange Wellness gemacht. Jetzt wird es ein bisschen später mit Hamburg. Gucken wir mal, wenn gleich ein Zug fährt. Super, wenn nicht, werde ich mich in die Lobby setzen. Werde weiter an meinem neuen Buch schreiben. Das wird ein ganz, ganz spannendes Buch. Auch das wieder. Ich habe gestern schon geschrieben auf der Herfahrt. Es geht um das Thema Zeitdiebe, Zeitfresser. Und da freue ich mich, in der Lobby oder dann im Zug nach Hamburg das zu schreiben. Ich werde mich wieder melden aus dem Zug. Tschüss, bye bye, Ihr Ernst Kramer von der ITB Berlin.